Überlebenskünstler, ich weiß gar nicht mehr, wie genau er hieß. MacGyver. MacGyver war's. Den Namen habe ich gesucht. So, noch 30 Leitern. Es könnte durchaus reichen. Nein. Naja, gut. Ich werde Leitern holen. Nee, das war's mal so. Wir hatten hier, glaube ich, sogar noch. Hatten wir hier noch welche? 9 Stück. Ich hoffe mal, dass es reicht. Warte mal, dann nehmen wir auch gleich mal das hier und das hier mit. Stopfen das hier erstmal wieder in die Kiste. Das auch. Dann auch. Das kann auch weg. Hätten wir auch eigentlich mit in die Kiste stopfen können hier. Mal jetzt mal schlafen legen, weil es Nacht wird. Wir wollen nicht wieder so eine Creep-Überraschung da haben. Das wollen wir sicherlich nicht. Wir können natürlich auch die Wände schon bald wieder hoch, können wir bald hochziehen. Und überlegen, wie wir das genau einteilen. Ja gut, die Raumalterung ist ja schon durch. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Holz. Es ist dunkel geworden, aber das ist nicht schlimm. Als nächstes werde ich erstmal das Höllentor umbauen. Das kommt dann nämlich da irgendwo ins Haus rein, oder? Ich baue es mal ganz anders hin. Mal schauen. Ich baue auf jeden Fall erstmal das Obsidian ab. Das dauert dann schon wieder mal lang genug. Au! Oh, zum Glück haben wir hier ein bisschen Stein mit. So. Ach, wir können eigentlich gleich mal wieder das hier hinbauen. Und einmal so. Würde dann rein theoretisch funktionieren. Wir werden es aber jetzt noch nicht austesten, aber jetzt erstmal hier nach oben gehen und damit den letzten neuen Leitern hoffen, dass es reicht. Aber eigentlich, glaube ich, reicht es sogar. Ja, das reicht auf jeden Fall. Sieht. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen Holz. Mir fehlt ein bisschen Holz. Aber das haben wir ja alles. Das packen wir erstmal damit wieder hin und das kommt damit rein. Die Erde kommt damit rein. Mir so eine Tür irgendwo. Eine Tür. Nämlich werde ich da jetzt ein kleines Gebäude dran bauen, was eigentlich mal einfach mal mit dran steht. So, das hier ist dann ja halt eh zu. Ja. So nicht. Sondern eher so dann. Und dann kann da halt kein Fenster hin. Ihr müsst rein theoretisch noch Holz hin. Ich bräuchte eigentlich wieder Holz. Der Übergang muss auch noch mit Holz gemacht werden, denn sonst sieht das nicht so aus. Auch noch. Dann müssen wir weiß aber wieder raushauen. Raus, da ist ja genug Holz drin, denke ich. Wir können ja weiter schon bald wieder die Türen reinhauen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich etwas hier mit Holz austausche. Für den Übergang, wenn wir das überall gemacht haben, dann muss man eigentlich was machen. Und hier geht es dann raus und dann geht es hier über diese Brücke dann. Man könnte es weiter so machen. Und da kann man dann zurück in die U-Bahn und halt wieder ins alte Haus.
So, lass mal da kurz nochmal was essen. Und dann mal eben mich überlegen lassen. Hier muss die Wand auf jeden Fall zugemacht werden. Die Inneneinrichtung mache ich, glaube ich, bei der nächsten Folge. Alles hier auch noch zu. Vielleicht mache ich so das Dach noch einen höher, ja. Ach ja, ich habe ja schon gesagt, wie ich das Dach mache. Habe ich mir schon überlegt. Auf jeden Fall, wie das Dach später aussehen wird. Genau, das sind so diese Trennwände, die können wir eigentlich schon mal. Kein Holz mehr. Wir werden mal eben ein bisschen Holz mitnehmen. Können wir jetzt gut gebrauchen. Dann ziehen wir jetzt mal die Wände hoch. Das reicht erstmal. Nur dann den Rest noch verwandeln in Holz. So. Da kommt ein Viererfenster rein. Genauso wie hier. Das ist gut eigentlich, dass wir es nochmal fast so abgerissen haben. Dadurch haben wir nämlich jetzt hier auch Symmetrie drin. Fast. Ich würde aber nicht so ein großes reinhauen, sondern mehr so eins. Da ist ja dann der Eingangsbereich. Und dann ja auch dieses da nach draußen sozusagen. Man könnte natürlich auch hier so ein. Da wird's scheiße aussehen. Da habe ich eine andere Idee. Brauchen wir eben zwei Türen, um das zu testen, ob das aussehen würde. Sonst kann ich das nicht bauen. Türen brauchen wir sowieso noch ganz, ganz viele. Ach, die kann man auch wieder nicht stacken. Schere brauchen wir gerade nicht. Sonst, wenn das nicht mit den Glasscheiben, weil sonst, wenn das so ohne Glas der Eingang ist, auch irgendwie nicht so freundlich, ne? So, und so, der Eingang ist schon mal. Ja. Ja, Tut mir leid für das schöne Glas, das wir dadurch verschwendet haben, aber so weiß man immer, dass es mit Glasscheiben nicht aussieht. Mit Glasblöcken dann doch schon eher. Ach komm, da haben wir einfach jetzt die zwei Glas. Die werden uns auch nicht die Welt kosten. Das sieht ja schon viel freundlicher aus, doch ja. Mit Glas spielt man nicht, also wieder so anlegen. So, dann geht's hier auch so. So, hinten können wir schon mal wieder 1, 2, 3. Ja, komm schon mal das hier wieder ziehen. Wie wir die Fenster dann einteilen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird hier ein schöner Ausblick sein. Und dann. Warum brauche ich jetzt schon wieder die Frames ein? Ach komm ey. Und in die Richtung kommt ein Fernseher hin. Da werde ich so einen kleinen Fernseher aufbauen. Das hört ja ein bisschen wie bei SpongeBob. Und hier kann man dann schön. Man könnte dann hier so eine Ecke aufbauen, dass da der Fernseher ist. Fast hier und hier eine Trennung machen. Ja. Da
Fall das dann so auch so ein bisschen so ein Ausblickhaus. Das einfach mal so rein aus Holz besteht. Hab ich mir auch gar nicht so überlegt, aber finde ich ganz gut, weil auch das dann ein bisschen schlichter gehalten wird und wir haben noch die ganze Wolle. Hier soll so ein Viererfenster, genau wie hier auch eigentlich. Genau, den Rest haben wir ja schon und dann müssen wir nur noch. Ja, hier, guck mal, das, wir haben das ja hier schon. Der Balkon, den können wir noch anders ausbauen auf jeden Fall. Jupp, dann mache ich jetzt erstmal Fenster rein, würde ich fast sagen. Und danach werden wir uns schon mal dem Dach widmen. Der Innenausrichtung, wie gesagt, kommen wir erst nächste Woche zu. Sieht zwar nicht irgendwie, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Auch dann erst werden wir den Fernseher bauen. Ich weiß, dass dann schon wieder einige Beschwerden kommen, aber naja, ist mir eigentlich relativ egal. So. Die Welt, die übrigens unten angeboten wird zum Download, ist noch nicht auf dem Stand hier. Die ist noch auf weiter vor. Also weiter vor, ja gut, eigentlich schon fast weiter vor, kann man fast sagen. Die ist auf Stand von Folge. Jetzt muss ich mal lügen, 600. Ist dieser. Ah, wir gehen erstmal pennen. Ich glaube fast Folge 600. Kann der Nachtscham. Ich krieg mir jetzt so lange drauf und ich trinke nochmal einen Schluck, ey. So, ich könnte zwei Stunden aufnehmen, hätte ich die Zeit dafür. Mann! Bin ich jetzt schon wieder. So. Nur eine Gläser, da sind schon Gläser, hier waren auch schon Gläser. Gut, dann gehen wir zu dem nächsten Schritt. Auch wenn das hier fast schon ein bisschen goldig aussieht, aber das wird wahrscheinlich mit dem Dach dann wieder ein bisschen anders aussehen. So, wie haben wir denn noch? Naja. Wird wohl nicht fürs Dach reichen, aber wir können noch ein bisschen mal zerlegen. So. Ihr seht schon, das sind solche, naja, Treppenstufen kann man es fast nennen, ja. Und die werden wir jetzt oben als Dach verwenden. Ah, hier muss noch rein theoretisch, machen wir später. Ne, außen kommen die eigentlich. Ne, außen kommen sie nicht hin. Entschuldigung. Das war fail. Die kommen nur wirklich als Dach. So hin. Außen drauf kommen sie nicht. Das sieht irgendwie, finde ich, ganz gut aus. Und ist eigentlich auch relativ einfach, dann das Dach fertigzustellen. Das ist halt auch mal was anderes. Ja, was kann man denn zu dem Haus jetzt sagen, was da anders ist? Ja, das andere ist ja eher die Bauernhütte und das hier so unser neues Wohnhaus, sage ich mal. Das wird jetzt auch so mehr unser Wohnhaus bleiben. Habe ich mir so überlegt. Wir werden hier wieder herziehen mehr. Natürlich auch immer noch den Bauernhof behalten, aber den brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist durch die. Nee, was denn? Das ist hier. Naja, wird eh zu. Rein die Rutschbrauch eigentlich erstmal nur außen machen. Denn das nächste wird ja wieder höher gemacht. Sage ich mal. Also nicht außen, sondern nur so machen erstmal. Reichspogromnacht. Nein, damit hören wir mal auf. Mit diesem Vollidioten von damals. Ist mir nur irgendwie. Ich weiß gerade nicht, warum ich auf Reichspogromnacht. Ja, das war logisch. Immer wenn die Musik langsam und leise vor sich hin dudelt, dann wird es richtig hardcore. Dann fängt auch es wieder an zu lenken. Hier kann ich also so ein bisschen vorstellen. Man müsste. Ah,
einen anderen Titel anschalten. Rein theoretisch eigentlich. Ich müsste das hier erweitern, das sieht sonst irgendwie ziemlich fail aus, um das schwieriger zu bauen. Das Dach dann. Ich glaube, ich muss das mal anders machen. Ich muss nur eben die Welt retten. Danach bin ich bei dir. Nur noch kurz die Welt retten. Nur noch 148 Mails checken. So. So, und auf mehr habe ich gerade keine Lust. Ich werde jetzt erstmal nämlich eine Aufnahmepäuschen machen. Und das werden wir diesmal hier machen. Und wir sehen uns dann. Ja, wir machen das mal hier so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Und dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal tschüss.